Marlene Rübker, mein Name. Ich bin die Social Media Managerin der Weltvermesserer-Kampagne. Das hört sich jetzt schon mal interessant an, hoffe ich für Sie. Der Name ist tatsächlich aus Weltverbesserer entstanden, denn die Geodäsie macht ja die Welt auch besser. Das war so unser Anspruch, ein kleines Wortspiel, eine kleine Anspielung. Worum es uns geht, ganz klar Nachwuchsgewinnung. Wir alle wissen? Nein? Braucht ganz kurz Hilfe. Jetzt. Geht. Etwas verzögert. Halt noch mal eins zurück. 1, 2, 3. So, jetzt habe ich es gerade völlig vermasselt. Hier. So, also noch mal. Wir sind daraus entstanden, dass die Branche natürlich einen wahnsinnigen Bedarf an Nachwuchs hat. Geodäsie spielt überall rein. Das muss ich Ihnen nicht erzählen. Wir sind hier vor Fachpublikum. Sie wissen alle, wir haben ein Problem, junge Menschen für dieses Feld zu gewinnen, zu begeistern, ja, oder überhaupt nur, dass die eine Kenntnis davon haben, was ist denn Geodäsie? Wenn ich das jemandem sage, was ich mache, die wissen gar nicht, wovon ich rede. Das heißt, die ganze Branche hat erkannt, wir müssen irgendwas tun und für uns alle ist es besser, wir ziehen an einem Strang. Das heißt, alle Verbände, alle Hochschulen, Universitäten, die Städte, alle haben sich zusammengetan, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen und hier in der Nachwuchsgewinnung tätig zu werden. Wir haben einen großen Topf eröffnet, jeder gibt ein bisschen was, was er kann an Geldmitteln und dadurch wird diese Kampagne finanziert. Wir haben uns entschlossen, eine Instagram-Kampagne zu machen. Wir sind 2020 damit gestartet auf Instagram, haben inzwischen an die fast 4000 Follower gewinnen können. Und unsere Zielgruppe sind die ganz Jungen, so 11 angefangen, das macht so Kids into Survey. Wir sind ein bisschen hinten dran, 14 bis 19, wenn die dann wirklich in der Berufswahl sind, was soll ich denn machen? Da setzen wir an und möchten einfach interessante Inhalte liefern, die das Thema Geodäsie den jungen Menschen einfach näher bringen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass sie es verstehen, dass sie es gut finden und sagen, hey, da schnupper ich mal ein bisschen rein, das interessiert mich. Ich möchte vielleicht doch Geodät werden. Das war unser Anspruch. Jetzt kennen wir das alle. In der Regel hat man so dieses Bild vor sich, der Mann mit dem Vermessungsgerät auf der Straße, mit diesem komischen Tripod. Man weiß nicht so genau, misst er die Geschwindigkeit, misst er die Straße. Das ist so das gängige Bild, was man hat. Und das wollten wir einfach verändern und anders machen. Deshalb der Instagram-Kanal Weltvermesserer, wo wir einfach zeigen, wie vielfältig Geodäsie ist, dass es einfach eben nicht nur der Mann auf der Straße ist, sondern wir arbeiten mit der ESA zusammen, wir fliegen zum Mond, naja, nicht ganz, aber die Inder gerade, wir vermessen in einem Salzbergwerk, wir vermessen auf See, wir fahren auch mal auf einem Fluss lang, wir Vermesser sind in so vielen Bereichen tätig, das ist uns manchmal selber gar nicht mehr so geläufig, aber das wollen wir genau zeigen mit unserer Kampagne und haben uns einfach zum Ziel gesetzt, alle abzuholen, alle mitzunehmen, alle in dieser Branche sind Weltvermesserer. Also es bin nicht nur ich und die Agentur, die das macht, sondern sie alle sind Weltvermesserer. Sie sind aufgerufen, Bilder aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben, aus ihrem Studium, die Congeos wird gleich noch was dazu sagen, an mich zu senden. Wir bereiten das auf, machen das schön, machen das sexy, dass junge Leute sich wirklich dafür interessieren. Also was uns interessiert ist, wenn Sie auf dem Schiff unterwegs sind und Vermessung machen, wenn Sie ins Weltall fliegen, schicken Sie uns Bilder, schicken Sie uns Videos und lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass das einfach ein tolles Berufsfeld ist, dass das Spaß macht, bei uns zu arbeiten, dass es vielfältig ist. Das ist so unser Anspruch. Und wie gesagt, wir sind ein großes Team, das ist nicht nur ich, das ist nicht nur der BDVI oder die Interessengemeinschaft Geodäsie, sondern wir alle sind Weltvermesserer und wir alle wollen zeigen, was das für ein tolles Feld ist. Wir haben parallel zu dem Instagram-Kanal auch eine Facebook-Seite aufgesetzt, aber eigentlich eher nur so, um die etwas ältere Generation abzuholen, die noch nicht auf Instagram ist, was ich natürlich nicht verstehe. Aber gut, wir spiegeln die Inhalte auf Facebook, sodass auch Leute, die wie gesagt auf Instagram nicht sind, schauen können, was machen wir denn eigentlich. Also wer sich da umschauen will, auch da haben wir eine Community. Seit
circa einem Jahr gibt es auch die neue Arbeitsplatz-Erde-Seite. Die wurde abgedatet. Die war zuvor nicht mobil erreichbar. Sie können sich vorstellen, die Teenager heute, die gehen nicht vom Rechner stationär ins Internet. Die sind auf Instagram, die klicken von ihrem Handy auf den Link und müssen dann auf eine funktionierende Webseite kommen. Das war nicht der Fall. Dann hatten wir erst übergangsweise eine Landingpage, die Inhalte schon mal transportiert hat. Jetzt haben wir die fertige Webseite. Und da kann man dann eben auch schauen, was für Ausbildungsbetriebe, was für Universitäten gibt es in meiner Nähe, wo kann ich denn wirklich Geodät-Vermesser werden. Auf der Webseite auch zu finden, ganz, ganz wichtig, wir produzieren auch Werbematerialien, die Ihnen als Büro helfen sollen, sichtbar zu werden. Wir haben Autoaufkleber, das heißt, Sie können das einfach ausdrucken lassen in der Repro-Anstalt online und Ihren eigenen QR-Code reinmachen. Das heißt, wenn die jungen Menschen auf der Straße unterwegs sind, scannen die das schnell mit dem Handy und sehen, Mensch, der Betrieb bildet aus. Wir haben Plakate, wir haben Flyer, die Sie mit zu Schüler-Events mitnehmen können. Wir haben sogar ein großes Roll-up, was man sich einfach produzieren lassen könnte. Also alles, was wir auch so für uns, für Messeauftritte produzieren, stellen wir der Gemeinschaft zur Verfügung, sodass jedes kleine Büro, jede Universität darauf zugreifen kann, sich Poster, Plakate ausdrucken kann und in die Sichtbarkeit geht. Und das ist für uns halt ganz wichtig, dass wir sichtbar werden und ja, man sich für den Beruf einfach interessiert. Und diese Sichtbarkeit ist gerade auch belohnt worden. Und zwar, darf ich das gerade hier auf dieser Bühne verkünden, hat der Weltvermesserer mit dieser Kampagne am letzten Freitag den Best of Content Marketing Award gewonnen für genau diese Kampagne. Und zwar in Gold. Und mit Gold, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, haben wir die Telekom geschlagen und O2 mit ihren Millionen Budgets haben wir es als Gemeinschaft mit einem relativ kleinen Marketingbudget hinbekommen, den Großen zu zeigen, dass man auch mit wenig, aber coolen Inhalten richtig was rocken kann. Und da sind wir unheimlich stolz. Die Jury hat das auch genauso begründet. Die hat gesagt, obwohl ihr alle eigentlich ja Competitioner, also alle um die Fachkräfte werbt, zieht ihr an einem Strang. Bringt gemeinsam eine Kampagne raus, habt gemeinsame Anstrengungen und kriegt mit wenig Geld es hin, so toll zu begeistern. Und eigentlich trockene Inhalte, ne? Der Mann mit dem Stativ da auf der Straße, das stellen wir sexy dar und die Leute interessieren sich dafür. Klar müssen wir noch mehr machen, das weiß ich, das sehen wir, das ist uns allen auch klar. Wir hätten super gerne einen TikTok-Kanal, weil da wirklich die ganz, ganz Jungen sind. Aber wir haben einfach noch niemanden gefunden, der sagt, ey, ich bin cool genug, ich werde der Weltvermesserer, ich bin das Gesicht der Kampagne. Ich bin leider ein bisschen zu alt dafür, aber so ein 14-Jähriger, 16-Jähriger, das wäre schon ganz cool, haben wir leider nicht. Wenn Sie irgendjemanden in Ihren Offices im Studium haben, der sagt, ich wäre gern Gesicht der Kampagne, Hand heben, sich bei mir melden, freue ich mich. Bis dahin sind wir tatsächlich gerade dabei zu schauen, ob wir uns irgendwie mit Artificial Intelligence, KI, helfen können, einen Avatar kreieren, der dann quasi für uns das Gesicht wird und uns auf TikTok repräsentiert. Den Namen haben wir schon lange gesichert, bisher konnten wir es einfach noch nicht starten, aber das ist so Ziel fürs kommende Jahr oder auch danach, müssen wir mal schauen. Aber das ist so unsere große Anstrengung im Moment, dass wir eben auch auf diesem Kanal noch sichtbar werden können. Wo wir auch sichtbar sind, seit relativ kurzem, ist der YouTube-Kanal. Und das kann Ihnen jetzt auch wieder helfen. Wir haben nämlich einen fantastischen Werbefilm von unserer Agentur bekommen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig gestartet. Ja, den möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, der hoffentlich große Lust auf Vermessung macht.
Ja, also ich hoffe, der Film hat Lust gemacht auf die Geodäsie. Der kann von allen benutzt werden. Er ist auf YouTube. Auf YouTube gibt es die Möglichkeit, sich einen Einbettungscode anzeigen zu lassen. Den können Sie nutzen, den kopieren Sie sich, machen das auf Ihre Webseite. Und somit ist der Film auch für Ihre Kunden, für Ihre Azubis, Studenten sichtbar. Wir stellen das zur Verfügung, damit eben, wie gesagt, allen geholfen ist und wir weiterhin gemeinsam an einem Strang ziehen. Was für uns auch unheimlich wichtig ist, ist Engagement. Engagement in dem Kanal, damit wir es schaffen, den Instagram-Algorithmus zu knacken. Das heißt, die ganzen alten Hasen, die uns jetzt schon folgen seit 3 Jahren, die uns regelmäßig unterstützen, bleibt dran. Liked den Kommentar, teilt die Inhalte, speichert die Inhalte. Das mag Instagram auch gerade sehr gerne. Das ist für uns einfach wichtig. Dann sieht Instagram, boah, toller Inhalt, zeige ich jetzt noch mehr Leuten an. Und dadurch erreichen wir die ganz, ganz jung. Und das ist für uns unheimlich wichtig. Wir haben diese Basis gebraucht, aber wir brauchen sie auch weiterhin. Und deswegen möchte ich an Sie appellieren, den Kanal auch weiterhin ganz, ganz tatkräftig zu unterstützen mit Ihrem, ja, mit Ihrem Interesse an dem Kanal. Und natürlich dürfen Sie mir auch Material schicken an socialmedia@bdvi oder per Instagram, per WhatsApp, wie auch immer. Ich bin eigentlich auf allen Kanälen zu erreichen. Sie können mir einfach ein Bild aus Ihrem Alltag schicken, ein Video schicken, einfach mal das Handy auspacken, durch die Uni laufen, sagen, hey Leute, das ist unsere coole Mensa, oder man nimmt mit auf die Arbeit, man ist auf einem Boot unterwegs und sagt, hey, wir machen heute Schiffsvermessung oder wir gehen in ein Salzbergwerk. Einfach ein kurzes Video mir schicken, 15 Sekunden, 1 Minute 30. Wir machen es sexy, wir machen es schön und wir bringen es dann auf den Kanal. Wer noch mehr wissen will, kann mir auch gerne eine E-Mail schicken. Dann schicke ich auch noch mal eine Präsentation mit allen Informationen. Und dann hoffe ich, dass wir ganz bald noch verstärkter zusammenarbeiten. Dankeschön.